Mike, das war ein Riesenalarm auf der Bühne und vor der Bühne, was da los war. Wie hast du dich denn gefühlt? Ja, natürlich wie immer ziemlich ungewohnt und aufgeregt. Wie immer eigentlich, bin ja vor jedem Auftritt immer ziemlich aufgeregt. Das war ja auch die ganzen Motto-Shows immer schon so, das wurde ja nicht besser. Ich habe damals mal gesagt, ich könnte, glaube ich, 50 Motto-Shows spielen und es wäre immer wieder das Gleiche. Und es ist schön, weil es war halt so die erste Feuertaufe, das erste Mal richtig mit Band und ja, das hat echt gut geklappt. Es hat alles, alles, was wir abgesprochen hatten in den Proben, ist alles eingetreten und es war geil. Es war ja eine Riesenstimmung, viele ja. Fans da. Wie ist das so für dich, dieses Baden in der Menge? Naja, es ist ja wirklich tatsächlich so, dass es jetzt in so einer Live-Situation wirklich anders ist, als es damals bei Deutschland sucht den Superstar war. Da waren halt überwiegend Kameras und war das Ganze etwas steril in dem Fernsehstudio. Hier ist es sehr nah an den Leuten dran und ich habe die Möglichkeit, ihnen direkt was zu sagen. Und in dem Moment fühlt man einfach so eine gewisse Art von Dankbarkeit, weil ich habe nicht umsonst gesagt, euch ist schon klar, dass ihr mir echt einen Traum erfüllt habt, dass ihr mir ermöglicht habt, jetzt Musiker zu sein. Und das ist schon echt eine große Dankbarkeit. Du bist hier in Berlin, also dementsprechend auch die ganzen Berliner Fans da, viele kleine Mädchen. Ja. Die beten dich ja nahezu an, hatten wir so den Eindruck. Wie ist denn das so? Ja, ich meine, inzwischen ist ja Berlin schon wirklich zu meiner zweiten Lieblingsstadt mutiert, nach Köln, meinem Wohnort. Bin gerne hier in Berlin. Ich habe auch die Hälfte meines Albums in Berlin aufgenommen und die Single Don't Let It Get You Down ist auch ein Berliner Produkt sozusagen, auch von einer Berliner Produktion. Und von daher, ja, es ist schön, die Leute sind unheimlich. Ich hatte ja nach dem Auftritt auch noch ein paar Autogramme geben können im Graben. Und da ist es wirklich so, dass der Lärmpegel so groß ist, dass sie wirklich alle meinen Namen rufen. Und ja, für einen kurzen Moment wirklich 5 Stunden angestanden haben und sich halb haben zerquetschen lassen. Das ist schon ein seltsames Gefühl, ja. Fast ein bisschen fremd. Dieses Jahr ein Geist ist Geil-Konzert. Wie findest du denn Geiz? Ach, ich bin eigentlich alles andere als geizig. Ich bin ein ganz schlimmer Konsument. Also wenn ich irgendwas haben will, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann brauche ich das einfach. Also von daher, ich bin regelmäßiger Saturngänger, das ja. Aber ich achte da nicht immer unbedingt auf den Preis. Wir haben ja schöne Musik von dir gehört und wir haben auch gehört, dass du tourierst. Ihr geht gemeinsam demnächst auf Tour. Genau. Erzähl mir. Ja, Tourauftakt ist am 26.05. und haben 17 oder 18 Konzerttermine. Wie viel haben wir? Weißt du das? Haben wir 18, ne? Tourauftakt ist am 26.05. Wir haben 18 Gigs rund um Deutschland herum. Wir haben auch einen Gig in Berlin, das ist am 13.06. im Huxleys. Und ja, das ist schön. Das ist wirklich Musik pur. Und für mich eine völlig neue Erfahrung. Also wirklich mal mit einer Band und auf Tour zu gehen und all die ganzen Leute wiederzusehen, die einem ja wirklich immer wieder das Gefühl geben, hey, wir haben dich damals weitergewählt und wir haben uns jetzt eine Konzertkarte gekauft. Das heißt also, jetzt geht es wirklich in so ein nächstes Kapitel und ja, schön. Die Elli war ja heute auch da, die hat vor 2 Jahren den Titel ja geholt. Wie ist das Verhältnis so von euch untereinander? Oder gibt es da Kontakt oder ist das... Ja, man begegnet sich ja immer nur auf irgendwelchen TV-Terminen. Also wir haben jetzt nicht den... Elli und ich, wir hatten jetzt nicht die Gelegenheit, uns mal privat kennenzulernen. Aber man tauscht sich natürlich aus. Und ich finde es großartig, dass sie jetzt wieder da ist, nachdem sie ja eine schöpferische Pause gehabt hat. Und ich finde es gut, dass sie auch ihre Musik machen kann, weil Tobi und ich auch wirklich... die Rückendeckung von der Sony BMG haben, dass wir wirklich die Musik machen können, die wir wollen. Und wir werden die ganze Zeit immer in diesem Arbeitsablauf mit eingebunden. Und das ist schön. Ich glaube, Elli hatte damals nicht wirklich die Gelegenheit, ihre Musik zu machen, die Art, die sie von Musik liebt. Und ja, und deswegen ist der Kontakt jetzt freundlich, aber halt nicht intensiv.
Ihr werdet ja auch sehr gefeatured von RTL. Ihr kriegt ja riesig viel Unterstützung. Mhm. Mehr als, ich sag mal, normale Künstler, ja, die nicht via Bildschirm gewählt werden. Steht dahinter oder gibt es auch die Angst, dass das vielleicht mal nachlassen könnte oder wie es dann weitergeht? Du, das ist wahrscheinlich genauso. Also natürlich gibt es eine Grundangst, aber vielleicht ist es so wie mit einem Kind, das immer mit Stützrädern fährt. Irgendwann wird der Papa abends heimlich die Stützräder abmachen und wird sagen, so, jetzt musst du irgendwann von alleine fahren. Und dann wird sich zeigen, wie gefestigt wir sind. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir Unterstützung bekommen, dass wir halt gefeatured werden vom Sender und dass wir so viel mediale Unterstützung bekommen, weil wir waren jetzt schon wirklich ein halbes Jahr permanent im Fernsehen zu sehen und ich finde es toll, dass RTL uns die Möglichkeit gibt, auch nach DSDS, also dass man zeigt, es war jetzt nicht nur die Show, sondern wir planen wirklich zwei Gesangskarrieren aufzubauen und da haben wir eine ganz große Dankbarkeit. Glaubst du, es gibt vielleicht irgendwelche Tipps oder Tricks oder Kniffe, wie man trotz dieses ganzen Trubels, der ja um dich rum ist, ein bisschen auf dem Boden bleiben kann? Ja, das ist eine schöne Frage, weil viele fragen jetzt so nach Bodenhaftung und Bodenständigkeit und die Frage stellt sich mir zum Glück überhaupt nicht, weil wie soll ich das sagen? Ich habe die Möglichkeit, wirklich was Besonderes zu tun. Also ich habe kleine Mädchen träumen davon, prima Ballerina zu sein oder Tierärztin und Jungs träumen davon, wie ein Rocker auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen. Demnach habe ich die Möglichkeit, wirklich was Besonderes zu tun, was aber nicht heißt, dass ich was Besonderes bin. Verstehst du, was ich meine? Also ich, noch schöner gesagt, ja genau, ist ein schönes Sprichwort. Ich habe die Möglichkeit, was Besonderes zu machen, was mich aber nicht zu etwas Besonderem macht. Das heißt also, ich sehe mich ja viel mehr als Handwerker. Ich muss auf meine Stimme aufpassen, ich muss mich weiterbilden, ich lerne unglaublich viele Sachen in letzter Zeit. Wie funktioniert eine E-Gitarre? Was muss man bei einem Bühnenaufbau von den ganzen Instrumenten her, was muss man beachten? Was muss ich für meine In-Ear-Sounds, was muss ich da beachten mit dem Monitor-Sound? Und das ist halt Handwerk. Also jeder, der denkt, Musik zu machen wäre immer nur der rote Teppich, tolle Kleider zu tragen und man wird geschminkt. Der irrt. Das ist halt wirklich auf der Bühne zu stehen, das ist die ganz große Belohnung. Das ist wie für andere am Monatsende wahrscheinlich den Gehaltscheck zu bekommen. Das ist unsere Art von Gehaltscheck, der Applaus und das ist das, was man nur vordergründig sieht, dass, wie lange wir dafür geprobt haben und dass es wirklich viel Arbeit ist, auch die Songs reinzuprügeln, vom Text her, trotz der ganzen Aufregung, auf die Reihe zu bekommen. Das ist halt Arbeit und deswegen, ich sehe mich nicht als irgendwas Besonderes und habe überhaupt keine Probleme damit, die Füße auf dem Boden zu halten. Cool. Was jetzt noch ganz viele Fans wissen wollten, ja, ob du noch mit Vanessa zusammen bist. Ja, na klar. Vanessa hatte gestern Geburtstag und ich war bis heute Morgen noch in Wetzlar gewesen und habe mich dann heimlich aus dem Haus geschlichen und bin dann jetzt 6 Stunden mit dem Auto hier nach Berlin gefahren, wegen dem Auftritt. Ihr habt schon gefeiert, ja? Ja, wir haben Geburtstag gefeiert und ja, das war richtig schön, weil ich habe sie überraschen können, weil sie keine Ahnung davon hatte. Sie dachte, ich wäre schon in Berlin. Laut Plan wäre ich jetzt gestern schon in Berlin gewesen, habe sie dann aber bei ihr im Heimatort besucht und überrascht. Und was gab es geschenkt? Ja, ich habe einen Strauß Blumen mitgebracht und mich gab es als Geschenk. Ich hatte leider vorher nicht die Zeit, ein großartiges Geschenk zu holen. Aber das war schon Überraschung genug. Er hatte Tränen in den Augen und hat sich gefreut, mich zu sehen. Sehr schön, muss ja auch von Herzen. Genau. Gut, vielen Dank, Mann. Danke. Alles Gute. Ja.